Uttanaka heißt wörtlich intensive Dehnübungen. Uttanaka ist eine der drei Gruppen von Asanas, die erwähnt werden in einer der klassischen Schriften, die man wiederfindet im Garotes Encyclopedia of Traditional Asanas. Garota sagt dort, dass es drei Gruppen gibt. Man könnte auch mehr rausgeben. Es gibt ja verschiedene Weisen, wie wir Asanas gruppieren können. Uttanaka sind die Dehn-Asanas, wo du dich nach vorne beugst oder nach hinten beugst und wo du auf diese Weise dich viel dehnst. Die zweite Gruppe von Asanas wären die Parshvashayi, das heißt die drehenden und zur Seite beugenden Asanas. Und die dritte Gruppe der Asanas wäre Naishadhika. Das sind die ruhenden Stellungen, also die Sitzhaltungen, die Meditationshaltungen oder eben auch die liegenden Entspannungsübungen. Für mich sind Uttanaka, Parshvashayi und Naishadhika letztlich nicht ausreichend. Wo würde man die Gleichgewichtsübungen hinbringen? Und wo würde man die Kraftmuskelübungen hinstellen? Aber man könnte doch sagen, von den ruhigeren Asanas sind die Dehnungen, die Drehungen und zur Seite gebeugten und die entspannenden, ruhenden Stellungen die drei wichtigsten Asana-Gruppen. Ein Kommentar zu einem klassischen Text, nämlich zum mit HMK abgekürzten Text, der nennt sich etwas ausführlicher HMY vielmehr. Das ist Hemachandra Yoga Shastra. Dort heißt es eben, es gibt drei Asanas, die zu Wonne bringen und alles Leiden überwinden. Das ist Uttanaka, die Dehnübungen, Parshvashayi, die Drehungen und Seitbeugen und Naishadhika, die Meditationshaltungen und die Entspannungsübungen.